Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Burning Zombie Simulator. Halt die Klappe, Zombie. Halt die Klappe, wir müssen hier bauen. So, Erfahrungspunkte. The fuck? Ach, weil ich ihn einmal gehauen habe. So, meine Damen und Herren, ich habe beschlossen, dass wir heute anfangen, den Weg Richtung Schloss zu bauen. Und das wird unter Umständen verdammt aufwendig und crazy shit. Buckets of pain. Oder so. Deswegen fange ich mal an. Tada, fertig. Nächstes Projekt. Jetzt wartet mal, wenn wir jetzt hier ein Haus nochmal machen, und wir sollten nochmal ein Haus machen, wir machen ein dunkles Haus nochmal, damit das nicht so einsam ist in seiner Dunkelheit. Machen wir nochmal ein dunkleres Haus, das hier nochmal vielleicht ein bisschen schmäler ist als das Haus. Uah. Warum drücke ich denn immer die falschen Tasten, ey? The fuck? Das schwebende Haus. Ich mache es auch hier mal ein bisschen schmäler. Aber es darf, glaube ich, schon ein bisschen lang sein. Das ist die Zitadelle der Zeit zumindest überrundet in seiner Länge. Also ich meine jetzt, ne, nicht das Haus alleine, aber insgesamt machen wir es mal so ungefähr, das Haus. Hallo Creeper. Check the Creeper. The Creeper. Das wäre doch mal. Warum gibt's da nicht irgendwas? Ich weiß auch nicht was. Aber irgendwas könnte es da doch geben. Check the Creeper. Ein Minecraft-Spin-Off. Check the Creeper. Und da spielt man einen Creeper und muss möglichst gezielt irgendwelche Sachen sprengen. Das könnte man so ein bisschen machen wie damals in Burnout 2 und 3, den Crash-Modus. Mensch, der Crash-Modus war gut. Warum gibt's den nicht mehr? Hat es so politische Korrektnisgründe, dass man sagt, na, ein Autounfall-Simulator auf der Autobahn wollen wir eigentlich doch nicht nochmal neu machen? Oder warum? Weil das war einfach so lustig. Das hat so Spaß gemacht. Das war so genial. Der Crash-Modus in Burnout 2 und dann in Burnout 3 war einfach großartig. Hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ein geniales Gameplay. Genial spaßiges Gameplay. Auch im Multiplayer, um zu schauen, wer schafft den besseren Crash. Wann fährt man wie in die Kreuzung? Welches Auto muss man rammen? Schafft man es, den Tanklastwagen zur Explosion zu bringen? Rutscht das Taxi noch hinten in die Imbusbude? Das war einfach cool. Da einfach so viel Taktik und so viel Geschick war damit dabei. Es war einfach auch schön anzusehen, wie sich das Chaos entfaltet und oben so ein Schadensgeldmesser nach oben steigt. Und je mehr Schaden man verursacht hat, desto mehr Punkte hat man bekommen. Und so hat man versucht, die Highscores zu knacken. Und es war verdammt lustig und ein befriedigendes Spielerlebnis. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Und als dann auf einmal ein Burnout kam, Burnout Paradise, das ja viele sehr gut finden, aber ohne Crash-Modus, habe ich mir echt gedacht, warum? Warum machen die dann überhaupt das Spiel? Für mich hat Burnout Paradise auch gar nicht funktioniert, weil für mich war Burnout der Crash-Modus. Da gab es auch Rennen und in den Rennen hat man Autos freigeschaltet und das war alles schön und gut. Aber hauptsächlich war Burnout für mich immer der Crash-Modus. Und Burnout ohne Crash-Modus ist irgendwie wie Nudeln ohne Soße oder so. Grundsätzlich Nahrungsmittel, aber so richtig geil ist es jetzt auch nicht. So ohne alles. Ah, ich bin so doof. So doof wie Nachbars Lumpi. So doof wie Nachbars Dumpi. Das ist ja falsch, deswegen baue ich ja das Haus. Wir brauchen ja hier eine Häuserschräge, eine Dachschräge brauchen wir hier auf der Seite. Es ist schon witzig. Oder dafür, dass ich immer sage, so, naja, wir bauen das nur so ein bisschen nach und es muss ja gar nicht so genau sein, bin ich dann aber wieder in manchen Sachen extrem akkurat. Ja, ich weiß auch nicht. Im Grunde, wenn was nicht so ganz so funktioniert, wie ich das gern hätte, dann sage ich immer so, naja, muss ja nicht genau stimmen, ist schon okay. Aber ansonsten hätte ich es eigentlich schon gern, eigentlich hätte ich gern eine perfekte Kopie am liebsten. Tja.
So ist das. Okay, kommen wir der Sache näher. So muss das dann aussehen. Und dann haben wir hier ein schönes, hohes Dach nochmal, das man von da oben dann sehen kann. Dum-di-dum, rum-pum-pi-dum, schlum-pi-dum, schlum-pi-dum. Cool. Schön. Ich habe mir gerade ein Video von jemandem angesehen. Also, ein Video von jemandem. Ich gucke ja gern so Videos, in denen sich Leute im Grunde mehr oder weniger über andere lustig machen, die so Verschwörungstheorie-Videos machen, beziehungsweise das dann auch erklären. Also ich mag lieber die Videos, die dürfen schon auch ein bisschen zynisch sein, aber inhaltlich soll halt auch Informationsgehalt drin sein. Ich will auch was lernen, während ich die Videos gucke, über die Sachverhalte, wie sie wirklich sind. Da kann man wirklich was lernen. Das ist wirklich cool und unterhaltsam zugleich. Ich mag die Videos sehr gerne. Auf jeden Fall habe ich da jetzt eins gesehen, da hat sich der ein Video vorgenommen, ein Video betrachtet, in dem ein Kerl der Überzeugung war, dass, und jetzt haltet euch fest, die Illuminati Pokémon Go entwickelt haben, damit sie die Menschheit, und der meinte das, glaube ich, wirklich ernst. Der meinte das, glaube ich, wirklich ernst. Oder er ist ein guter Schauspieler. Die Menschheit auf den Zustand quasi der Posthumanität vorbereitet, der Cyberrealität. Weil dieses eine Feature, dass man Pokémon, während man die fängt, quasi so einblenden kann vor sein Kamerabildchen, das alle ausgeschaltet haben, was so viel Akku verbraucht, das bereitet die Menschheit auf den Zustand der Transtendenz vor, den Übergang zur virtuellen Realität oder so ähnlich, keine Ahnung. Und auf jeden Fall ist das alles auch Bestandteil eines Plans, um den Mann, den modernen Mann, zu verweichlichen. Man überschüttet ihn mit Spielzeug, damit er unmännlich und weich und schwach wird, damit er in dem bevorstehenden Krieg nicht wie andere Gotteskrieger gegen die Truppen von Satan kämpfen kann, weil er so schwach ist. Joa. Okay, was soll man dazu sagen? Keine Ahnung. Das ist ziemlich weirder Stuff. Ich hoffe, die Person, die das Video gemacht hat, meint das entweder nicht ernst oder hat mittlerweile irgendwie Hilfe gefunden. Keine Ahnung, was soll man dazu sagen? Aber ich fand es schon, es ist immer witzig, so bizarr, also so richtig bizarr abgedrehte Verschwörungstheorie-Scheiße ist schon immer unterhaltsam, muss man sagen. Tja. Ich fand's schon echt super. Also so abgedrehten Scheiß. Sieht man selten. Aber der meinte das, glaube ich, tatsächlich total ernst. Das ist echt schlimm. Und dann hat er gesagt, nein, er geht mit seinen Freunden Kanu fahren und campen und das sind echte männliche Sachen. Aber Pokémon Go spielen macht einen weich und echte Gotteskrieger sind, weiß ich nicht, anscheinend, ich weiß nicht, an welchen Gott der glaubt. Wahrscheinlich den alttestamentarischen. Der braucht anscheinend Krieger und muss Blut vergießen. Ich dachte ja immer, in der christlichen Religion geht es um Liebe. Zu seinem Nächsten, zu seinen Haustieren, zu seiner Familie, zu Pokémon meinetwegen. Aber nee, scheinbar habe ich das falsch verstanden. In Wirklichkeit geht es im christlichen Glauben um Kampfkraft. Im Grunde ist Dragon Ball so ein bisschen christlich. Das christliche Menschenbild wird da dargestellt. Man muss möglichst hohe Kampfkraft haben, damit man im bevorstehenden Krieg gegen Satan natürlich stärker ist. Weil wenn dann Satan mit seinen Truppen kommt und dann misst er deine Kampfkraft von deinem Gotteskrieger, der immer paddeln und campen waren, und dann sagt er, it's over 9000! Dann verlässt er die Erde wahrscheinlich wieder. Da können wir Minecraft-Spieler nicht mithalten. Ich glaube, Gott wird Minecraft lieben. Der wird sagen, ey, scheiße, ich habe so viel Zeit in die Erschaffung der Welt verblödelt. Und in Minecraft geht alles so leicht und dann wird es auch noch viel schöner. Fuck, ey.
Hätte ich mal Minecraft erfunden, das wäre viel besser. Dann hätte ich die Welt viel schneller und schöner bauen können. Das Creation Kit. Das God World Creation Kit Minecraft. Oh Gott. Ja, es ist schon schlimm. Also ich finde das auch, ich mache mich da gern drüber lustig und es ist auch unterhaltsam und so weiter. Aber man muss halt echt sagen, dass das halt echte Menschen sind. Und die sammeln dann auch Communities um sich, die denen glauben. Und die sagen so, oh, what, das wusste ich ja gar nicht, voll crazy. Ich werde jetzt auch die Illuminati dafür verantwortlich machen, dass mein Leben nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. Und jeden Tag beten und mich wundern, warum es nicht von alleine besser wird. Und, die haben dann auch Kinder, ey. Ah, das ist so schlimm, wirklich. Da frage ich mich schon, ob man nicht in solchen Fällen, wenn die Eltern wirklich so schwer psychisch gestört sind, also im Grunde Wahnvorstellungen. Nicht, dass ich sage, jeder religiöse Mensch hat Wahnvorstellungen, aber wenn es halt wirklich in solche Extremen, also keine Ahnung, ob man da noch wirklich dazu fähig ist, ein Kind. Ah, das wird mir, ich krieg da schon ein bisschen Bauchweh dabei. Also ich finde das schon schlimm. Ich finde das schon schlimm. Naja, mein Gott. Kann man nichts machen, ne? Kann man nichts machen. Ich finde es ja immer, das ist halt so ein schmaler Grat. Wenn irgendwelche Leute sagen, die NASA hat eine weltweite Verschwörung und wir waren nie auf dem Mond und sowas und dann führen sie ihre komischen Beweise auf und die Welt ist sowieso flach, da kann man irgendwie drüber schlunzen. Aber wenn wirklich so irgendwie auch gefährliche Weltanschauungen propagiert und verbreitet und gelebt werden, dann finde ich das immer ein bisschen. Aber grundsätzlich finde ich's, ich meine, ich kann schon drüber lachen, aber es ist halt manchmal dreht es einem ein bisschen den Magen um, wenn man so hört, was so Leute so von sich geben und glauben und leben und ja, keine Ahnung. Da wird man traurig. Und natürlich kommen die Spinner immer aus den USA. Was ist denn da los, fragt man sich, oder? Sind da einfach nur so viele Leute, die alle über Internet verfügen und YouTube-Videos machen können und deswegen kommt es einem so vor, als wären alle irre? Liegt es am Bildungssystem? Ich meine, viele Staaten haben Kreationismus und so Zeug auf dem Lehrplan tatsächlich. Das ist natürlich extrem bedenklich und echt, also, what the fuck eigentlich? Also, das ist eigentlich schlimm. Einfach nur schlimm und traurig. Aber das, kann das wirklich schuld sein daran alleine? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben ja die Verschwörungstheoretiker doch recht, zumindest in den USA. Und die Leute werden mit Chemtrails absichtlich irgendwie dumm gemacht oder so. Und dann, also dem aktuellen Präsidenten würde ich sowas sogar wirklich zutrauen. Nee. Das ist, glaube ich, gar nicht notwendig. Bom. Naja, aber es gibt auch in Deutschland verrückte Leute. Es gibt auch, ich weiß von einer Religionslehrerin, die ihren Schülern auch immer wieder erzählt hat. Interessanterweise auch Pokémon. Was ist an Pokémon so satanisch? Die hat ihren Schülern erzählt, dass Pokémon Gotteslästerung ist, weil man sich durch Pokémon neue Götzenbilder schafft. Okay, ich weiß nicht genau, was die glaubt, was. Also, keine Ahnung, entweder glaubt die, dass die Leute Pokémon-Schreine aufbauen und die anbeten und glauben, dass Pokémon irgendwie, ich weiß nicht genau, was die glaubt, was Leute mit Pokémon machen. Im Grunde
Ich weiß es wirklich nicht. Oder sie ist der Meinung, dass man Gott fangen und versklaven sollte, damit man seine Macht für sich nutzen kann. Kann auch sein. Das ist eine interessante Interpretation von christlicher Religion. Vielleicht sollten wir... Oh, das ist genial. Jetzt verstehe ich die Frau. Die ist gar nicht verrückt. Die ist brillant. Die ist absolut genial. In Wirklichkeit ist ihr Plan, dass wir durch unseren technologischen Fortschritt die Möglichkeit entwickeln, dass wir Gott in kleine Bällchen fangen und vielleicht sogar replizieren. Ich meine, der ist allmächtig. Wir können dann so viele Gods machen, wie wir wollen. Und dann hat jeder seinen eigenen persönlichen Gott in seinem Gottball und den kann er dann werfen und dann kommt Gott raus und dann muss Gott machen, was der Gott-Trainer ihm sagt. Und dann kann man auch seine kleinen Götter gegeneinander kämpfen lassen. Gott, ich habe gerade die geniale Idee. Das wird das neue Pokémon. Im Grunde ist es ein Pokémon-Rip-Off, aber mit Göttern. Mit Göttern aus den verschiedensten Mythologien. Die haben dann auch Entwicklungsstufen oder Nachkommen. Besser Nachkommen. Die kann man kombinieren. Wenn man zum Beispiel Zeus... Oh Gott, Zeus hat so viele Kombinationsmöglichkeiten. Zeus kann man dann mit jeder beliebigen weiblichen Figur kombinieren. Und dann wird irgendein anderer Halbgottheld draus, den man dann benutzen kann. Genial. Ja, dann weiß ich ja, was ich... Also kann ich gleich auf meine Liste von Spielen, die ich entwickeln würde, wenn ich das Budget dafür hätte, setzen. Ich nenne es Gottomon. Gottomon Go. God. Oder Pokémon God? Nee, das geht nicht. Da kriege ich rechtliche Probleme. Da ist es gleich vorbei mit dem Entwicklungsstudium, wenn ich das mache. Gottomon Cho. Was? Genau, nennen wir es Gottomon Cho. Finde ich gut. Warum nicht? Ist total, finde ich super. Macht überhaupt keinen Sinn. Perfekt. Warum habe ich da unten so ein Holzgeblümsel hingemacht? Komisch. Vielleicht weiß ich es auch nicht. Offensichtlich weiß ich es auch nicht. So, jetzt machen wir da 2, 3 Gebäude, die Spitze Richtung da haben, so, also bläh, die genauso stehen wie das Haus, nur eben genauso lang wie die Häuser. Ich mache jetzt einfach mal, weil das können wir jetzt total, wie wir lustig sind, machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, okay, 14 ist eine gute Zahl, machen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Habe ich jetzt... Egal, muss ja nicht genau sein. Und jetzt muss das letzte Haus halt einfach ungefähr nochmal oder ziemlich genau im Grunde bis hier gehen. Tötterötter! Wie hoch machen wir die? So hoch? Die drei Häuser, das wären die drei Drillingshäuser. Die drei drolligen Drillingshäuser. Jetzt neu von Bandai. Drei drollige Drillingshäuser. Yeah. Auch das wird ein Videospiel von meiner Videospielschmiede. Drei drollige Drillingshäuser. Da geht's drum. Das wird ein Rätselspiel. Das ist gut. Ich muss mir die genaue Mechanik noch überlegen. Aber im Grunde geht's darum, dass drei Häuser ein bisschen anders eingerichtet sind. Und man kann Veränderungen vornehmen. Aber jede Veränderung, die man in einem Haus vornimmt, führen auch zu Veränderungen in den anderen Häusern. Und man muss dann immer irgendwelche Ziele erreichen. Man kann zum Beispiel nur Möbel in Haus 1 verschieben. Die Möbel verschieben sich dann aus in Haus 2 und 3. Man muss aber schaffen, dass in Haus 1 keine Vase vom Tisch fällt, während in Haus 2 der Geheimgang in den Keller freigelegt werden muss, aber ohne dass Haus 3 den Hamster freilässt, versehentlich. So ist in der Art. Das wird toll. Das wird lustig. Ich brauche einen guten Rätseldesigner. Da, 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 da,
Es werden schon sehr große Häuser. Ich glaube, das müssen die nicht werden. Hallo, Kater. Ah, der ist schon wieder ganz nass, der Arsch. Ey, Kater, wir haben so einen Trinkbrunnen für die. Der sprudelt das Wasser immer so ein bisschen auf. Die mögen das gerne. Die trinken auch lieber von dem. Und der Kleine, weil halt einfach noch so ein kleiner Kater ist, der spielt auch verdammt gern mit dem. Auch unsere größeren Katzen, die planschen gern so ein bisschen drin rum. Aber er hält wirklich oben die Düse, die Fontäne, wo das Wasser rauskommt, mit seiner Pfote so zu, dass richtige Strahle an Wasser durchs ganze Bad rumspritzen. Alles, der ganze Boden ist immer klitschnass. Und er kommt dann auch immer klitschnass an und setzt sich auf meinen Schoß. Er ist nicht gerade wasserscheu. Im Gegenteil. Wenn wir das Haus länger verlassen, dann nehmen wir immer den Deckel und die Pumpe aus dem Brunnen, dass es einfach nur ein Trinknapf wird, weil man weiß nie, wann die große Überschwemmung kommt. So viel Wasser ist auch wieder nicht drin, aber wow. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht hier das Haus enden lassen und da so eine kleine Gasse machen, so eine Sackgasse. Ich weiß noch nicht, wo die hinführt, was in die Sackgasse reinkommt, aber ich glaube, wir machen hier eine Sackgasse. Spontan überlegt. Oder müssen wir hier aber das Dach reduzieren? Plump und nochmal plump. Ach ja, warte mal, ich hab's ja schon wieder verkickelt. Dauernd verkickel ich alles. Verdammt. Aber zum Glück erfinde ich währenddessen lauter schöne neue Wörter. Wir brauchen ja hier. Oder wollte ich die so hoch machen, wirklich? Oh ja, es stimmt, ich hab's gar nicht verkickelt. Ich mach nur echt hohe Dächer scheinbar. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Die werden schon sehr hoch, aber gut, doch, machen wir jetzt. Und Schluss. Die werden halt dann sehr hoch. Werden halt dann sehr hohe Dächer. Ich weiß schon, ich hab's gar nicht verkackt. Ich hab's nur ein bisschen anders gemacht, als ich wollte. Also höher. Ich war erstaunt, wie hoch es geworden wird sein, das Haus. In der Zukunft, wenn sie dann Vergangenheit ist. Ich werde das Haus fertig gebaut haben. Und es wird hoch geworden gewesen sein. Moment mal, aber das sind ja drei Häuser. Hau doch jetzt ab, halt die Klappe, Hirn. Halt die Klappe und mach deinen Job hier. Ah, Hirn. Dauernd lenkt es mich ab und macht nicht das, was es soll. Du bist echt nicht sehr hilfreich heute, Hirn. Sprechen funktioniert auch schon wieder nicht mehr, Mensch. Also echt. Ah, guck dir das an, Hirn. Was hast du denn hier wieder gemacht? So, jetzt ist es cool. Halt! Stopp! Wie machen wir das hier, wenn hier ein Abstand ist? Und da sollen, na, hier müsste zwei Abstand sein, mindestens, damit die Dächer zusammenlaufen können. Wie sollen wir denn hier ein ordentliches Dach reinmachen? Außer ich mache hier Ziegelblöcke einfach rein. Das wird gehen. Ja, okay. Ich bin dafür. Ich bin dabei. So machen wir es. Dam, dam, dam. Dam. Dum, 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 da da dum, yeah. Oh, jetzt ist das Haus aber sehr schmal geworden. Aber ich meine, das ist okay, die dürfen ruhig unterschiedlich sein, finde ich sogar gut. Aber da habe ich gar nicht dran gedacht. Jetzt ist das
die werden jetzt immer größer und größer. So ein kleineres Haus, ein größeres und ein ganz großes. Finde ich cool. Dann sind es doch nicht die Drillings-Drohnenhäuser, wie habe ich die vorher genannt? Drillings, die Dreier, die drei drolligen Drillings-Drohnen. Borg-Drohnen. Ich weiß es nicht mehr. So habe ich die genannt. Ich weiß es nicht mehr. So wird auch das Spiel heißen. Die drei drolligen Borg-Drillinge. Was? Fragezeichen. Das ist ein guter Name für ein gutes Spiel. Drei drollige Drillingsdrohnen. Borg. Was? Fragezeichen. Fragezeichen ausgeschrieben natürlich. Mit drei Ausrufezeichen. Die nicht ausgeschrieben. Okay, machen wir hier noch ein Gerüstchen. Und dann wird das. Das passt schon. Das ist jetzt erstmal quasi hier die grobe Vorlage. Ich habe jetzt gerade keine Lust, die auszufüllen. Ich will die jetzt nicht ausfüllen. Die füllen wir ein andermal aus. Apropos ein andermal. Ich schaue gerade auf die Uhr und es ist schon wieder super spät. Warum vergeht denn bei Minecraft die Zeit so? Minecraft ist so eine Zeitfräse. Fast so schlimm. Aber das gewinnt für mich persönlich schon den absoluten Blumentopf der absoluten Zeitfräsigkeit. Fast so schlimm wie Civilization. Civilization 4, da sitzt man mal schnell 3 Stunden und merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Kerbal Space Program kann unter Umständen auch sehr kurzweilig sein. Gibt es ein paar Spiele, die da sehr zeitfräsend sind. Aber ja, Minecraft ist eins davon für mich. Tja, dann machen wir jetzt heute Schluss. Wir haben eh ganz schön was gebaut, ne? Also zumindest so die Grundrisse der restlichen Häuser hier in Hyrule. Es sind fast fertig. Und mehr werden es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also zumindest nicht mehr die. Also da kann man noch viel, also, ne, theoretisch da hinten und da kann man noch viel bauen, wenn man will. Aber das sind die wichtigsten Häuser. Die Spielhäuser. Die man im Spiel sieht, meine ich. Die Häuser. So, und jetzt passt auf, nächstes Mal wird dann der Weg hier hinten schön langsam vom gepflasterten Weg zum Dreckweg. Ich weiß nicht, warum zum Schloss so ein alter Dreckweg führt. Ich weiß nicht, warum die ganze Stadt gepflastert ist. Anscheinend haben die Pflastersteine dann doch nicht mehr ganz gereicht, dass man bis zum Schloss hochpflastert. Aber hier durch die ganze Stadt führt dieser schöne Pflasterweg, im Spiel auch wirklich. Und dann kommt hier auf einmal so ein Dreckweg, der direkt bis zu den Burgmauern führt. Zu den Schlossmauern. Keine Ahnung, ist halt so. Die Adligen, wenn die auf dem Dorfplatz doch mal wollen, gehen sie durch den Dreck. Nee, die lassen sich natürlich tragen von ihren Kutschen, Pferden. Deswegen kann es denen egal sein. Naja, mach's gut. Bis morgen. Ciao.